Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Meditationsvideo. Ich bin gerade in Würzburg bei der lieben Ramona und freue mich sehr, mit ihr meditieren zu können. Wir haben schon Yoga zusammen gemacht. Wir haben uns bei einem Retreat auf Teneriffa kennengelernt und jetzt sehen wir uns hier wieder. Und du hast jetzt über Wochen hinweg zwei Meditationen immer gemacht. Kannst genau. du kurz erzählen, welche das waren? Ja, genau. Ich habe einmal Satnarayan gemacht, Waheguru. Und dann habe ich noch I am the light of the soul gemacht. Und es war super schön und hat mir ganz viel Energie gegeben den ganzen Tag. Und du hast gerade berichtet, dass du viel ruhiger, friedlicher dadurch geworden bist. Ja. Ja, also es kommen halt so diese ganzen Alltagssachen einfach nicht mehr so an mich ran. Und ich bin halt immer in meinem Frieden. Das ist voll schön. Oh. Genau, und in diesem Sinne können wir auch gleich beginnen. Wir machen Satnarayan, das ist ein Mantra für Frieden, für inneren Frieden und dass wir den eben auch in die Welt tragen können. Das Mudra ist etwas kompliziert, aber man kommt trotzdem gut rein. Und wenn man es öfters macht, kann man wunderbar auch die Augen schließen und sich ganz auf das Mantra einlassen und wirklich diesen Frieden spüren. Ich finde das unheimlich schön. Vielleicht machen wir es trocken mal vor, dann könnt ihr mal mitmachen und üben und dann beginnen wir mit dem Mantra. Das Mantra ist Satnarayan Waheguru und dann Hari Narayan Satnam. Sollen wir es mal trocken vormachen zusammen? Genau, also man wirft quasi erstmal so etwas nach hinten, dann legt man die Hände ineinander und zieht sie hoch zum dritten Auge, formt da ein Dreieck, das man nochmal so nach vorne zieht. Und dann führt man die Hände zur Brust, dreht sie um zu einer kleinen Schale. Dann nochmal zur Gebetshaltung. Und von ihr aus ziehen wir die Hände nach oben und formen so eine Lotusblume bis zum dritten Auge. Hier lösen sich die Hände und beide Hände formen ein Gyan Mudra. Genau, Daumen, Zeigefinger berühren sich und ziehen erstmal mit der rechten Hand so über den Kopf und dann mit der linken Hand nochmal über den Kopf. Dann legt die rechte Hand auf die Schulter, dann nochmal die linke und dann ziehen wir das Ganze nochmal, also beide Hände zur Brust, entspannen die Hände und dann beginnt es von vorne. Das wirkt am Anfang kompliziert, aber man kommt gut rein und es ist wirklich wunderschön und führt einen zu seinem inneren Frieden. Genau, dann würde ich sagen, kommt in einfache Sitzhaltung, schaut, dass ihr möglichst aufrecht sitzt, Schultern sind leicht nach hinten gezogen, aber entspannt. Und das Kinn ist auch leicht angezogen, so dass der Nacken schön lang ist. Fühl, wie du innerlich vollkommen aufgerichtet bist und ganz zentriert. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Mit der nächsten tiefen Einatmung bringen wir die Hände vor die Brust. Gebetshaltung. Wir stimmen uns ein mit Om Namo Guru Dev Namo. Wir verbinden uns mit uns selbst, mit unserer inneren Weisheit. Nochmal lang ausatmen. Nochmal ganz tief einatmen, bevor wir beginnen. Om. Und einfach mitsingen und die Handbewegung mit geschlossenen Augen durchführen. Musik.
Narayana Wahe Guru, Hari Narayana Satnam. Sat 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 Narayana Wahe Narayana Wahe Guru, Hari Narayana Satnam. Sat Narayana Wahe Guru, Hari Narayana Satnam. Sat Narayana Wahe Guru, Hari Narayana Satnam. Sat Narayana Wahe Hari Narayana Satnam. Sat Narayana Wahe Guru, 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 Hari Narayana Satnam. Sat Narayana Wahe Guru,
Satnarayana Wahe Guru, Ainarayana Satnam. 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 Satnarayana Wahe Guru, Ainarayana
Narayana Wahe Guru Hari Narayana Satana Sat Narayana Wahe Guru Hari Narayana Satana Sat Narayana Wahe Guru Hari Narayana Satana Sat Narayana Wahe Guru Hari Narayana Satana Atme tief ein. Halte kurz den Atem, halte deine Hände weiterhin auf der Brust und atme vollständig aus. Und dann geh mit deinem Bewusstsein ganz in dein Herz hinein. Stell dir vor, du nimmst deinen Kopf, deinen Verstand, dein ganzes Bewusstsein in dein Herz. Atme auch in dein Herz hinein, halte dort kurz inne, spüre deinen inneren Frieden und dann atme wieder vollständig aus. Spüre diesen Frieden in dir und sei dir gewiss, dass dieser Ort der Stille und des Friedens immer in dir ist und dass du immer auch im Alltag dorthin kommen kannst, ganz in die Stille zu kommen. Nochmal ganz tief ein. Stell dir vor, dass dein ganzer Körper mit ganz heilendem grünem Licht durchflutet wird. Und dann atmen wir vollständig aus. Und ein weiteres Mal atme tief ein. Stell dir das grüne Licht vor in deinem Körper. Und dann atme wieder aus. Wir stimmen uns dann aus, Hände vor die Brust in Gebetshaltung mit dreimal Satnam. Atme tief ein und vollständig aus. Nochmal tief ein, bevor wir beginnen. Ruhig mal 40 Tage lang oder jeden Tag. Hast du ja auch gemacht, das tut richtig gut. Ja. Und dann strahlt man so schön. Genau, und Ramona findet ihr bei Instagram einmal unter Ramona Veganer. Ne? Genau. Und da zeigt sie ihre wirklich Köstlichkeiten, ihre veganen Speisen, die immer wunderschön aussehen und natürlich auch sehr, sehr lecker schmecken. Und dann bist du noch mit Atelier Ramona. Genau. Bei Instagram. Das ist ihr veganer Friseursalon in Würzburg. Genau. Wo wir heute noch hingehen. Ja.
Okay, und das Lied findet ihr von Theranam auch unten verlinkt. Ich verlinke euch alles nochmal in der Infobox und ich wünsche euch einen ganz schönen, friedlichen Tag und ja, bis bald. Thou art the lover, as deep as love goes. No one can fathom, and no one knows. Thou art the lover, as deep as love goes. No one can fathom, and no one knows. I will rise like a vision and fly through the night. I will shine in compassion, sweet armor of light. I will cast off the wrong and dwell in